Und es geht weiter im Südpazifik. Bei Südseeinseln, wie auch immer. Und wir müssen zwei Schlangensteine holen, wenn ich mich nicht täusche. Und runter da. Das war ein schöner Genickbruch. Den hätte ich nicht besser ausführen können. Arme Lara. Zieht mich die... Ach, die Strömung zieht mich nach hier vorne. Man kann hier unten gar nicht hin, ohne zu sterben. Hm. Da oben ging es ja auch nicht weiter irgendwie. Obwohl es so schien. Vielleicht doch wieder die andere Seite? Wah. Und rüber da. Ich glaube, das ist eh hier unten nur zur Verschönerung der Landschaft. Oh. Haha, böse. Ich brauche noch zwei Schlangensteine. Und ich weiß nicht im geringsten, wo die sein könnten. Kann ich noch weiter auf den Baum? Oh. Lara, die Baumkletterin. Oder auch nicht. Lara, du sollst da hoch. Und daran. Oder auch nicht. Ah, Lara. Sie hoch. Das geht natürlich. Hey, da drüben sehe ich einen. Sag ich doch. Lara turnt in den Bäumen rum. Ich wüsste jetzt schon im Entferntesten nicht, wo es jetzt weitergeht. Kann man da überhaupt noch weiterspringen? Laden. Auch wenn das nur so eine kurze Strecke ist, aber ich habe Leben verloren und da liegt Schrot. Und das hat sie umgebracht. Ha, geht doch. Schrotmoney. Ich glaube kaum, dass es hier einen Weg weiter gibt, wo ich gerade lang gehe. So, um die Ecke kann ich ja noch springen. Und wieder nach da. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Über die Bäume. Und Sprung. Festhalten, sterben, laden. Ich glaube, ich sollte das doch ein bisschen mit Sinn und Verstand machen. Ah. Sehe ich da den dritten? Yay. Aber wie komme ich an den? Was liegt denn da oben? Desert Eagle, Moni? Das ist ein Secret? Das ist ein Secret? Okay.
Sonderlich gut war das ja nicht versteckt. Ich wollte nur wissen, ob es da irgendwie rüber geht. Sieht wohl nicht so aus. Also wieder darüber. Da hinten ist der dritte Schlangenstein. Das geht nie im Leben gut. Und nun? Es muss einen Weg geben, da drüben ranzukommen. Yay! Und wieder ein bisschen HP verlieren, egal. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum da unten die Stacheln sind. Das macht natürlich Sinn. Damit ich, falls ich runterfalle, auch garantiert sterbe. Und keine Möglichkeit offen bleibt, dass ich überleben könnte. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich an diesen letzten da oben dran komme. Muss ja irgendwas mit dem Hochklettern hier zu tun haben. Das andere macht ja keinen Sinn. Ja, es ist doch so offensichtlich. Wenn man richtig springen könnte. Natürlich. Und rüber da. Wenn man das könnte. So, jetzt springt man einfach darüber. Und schon hat man den dritten Schlangenstein. So einfach geht das. Zack. Rückwärtsrolle. Setzen wir nochmal zwei ein. Ich finde es ja cool, dass die sich drehen. Und den dritten setzen wir auch noch ein. So, jetzt haben wir alle drei. Jetzt können wir da mal speichern. Aber warum heißt das Küstendorf? Oh. Wo wir beim Thema wären. Geh einfach weg. Ich hoffe, du lebst hier alleine. Ich sollte aufhören zu hoffen. Da sind bestimmt noch 20.000. So viel jetzt auch nicht, aber... Ein paar werden hier wohl schon leben. Aber ich spreche nochmal, bevor ich da runtergehe. Schön gemütlich habt ihr es hier. Aber dass ihr so dicke Wände habt. Und warum habt ihr Raketenmunition? Was zum Henker? Warum habt ihr Raketenmunition? Raketenwerfermunition.
glaube, ich sollte sie auch lieber nicht fragen. Okay, sterben. Wo der herkommt, kommen noch ganz viele her. Uah. Hatte der ein Giftpusterer? What? Wo bist du denn? Hm, ich guck mich erstmal im Dorf weiter um. Dann ist ein Kristall, der mir sowas von egal ist. Warum? Ey. Es ist doch jetzt eine Verarsche. Lara, raus hier. Lara, raus hier. Lara, raus hier. Lara hat es nicht geschafft. Ich möchte schon ein Medipack doch nur haben. Du wirst mich jetzt nicht nochmal. Wir sterben. So, du mit deinem Pusterohr, komm her. Mr. Pusterohr. Und dann kam da noch einer. Der ist ja gerade gespawnt. Wie der genau erst gespawnt ist. Warte. Der hat Leiden. Aber extremste Leiden. Ja, mal gar nicht. Was für Leiden der hat. Aha, in den Tempel da oben muss ich wohl auch noch. Oder so. So, und jetzt mache ich mir diese Sorgen um dieses Medipack da. Obwohl, erstmal gucken wir hier. Hier haben wir ein kleines Medipack. Was haben wir hier hinten? Diesen Heilkristall. Und nichts. So, jetzt speichere ich aber mal vor diesem doofen Medipack. Verarsche? Ey! Core-Design, ihr seid scheiße. So eine Verarsche mit dem Medipack. Das kann's doch nicht sein. Ihr seid Sadisten. What? Messer? Oh, hier ist noch ein anderer Weg. Schrottmoni! Hier komme ich, glaube ich, erst später lang. Also, wollte ich mir hier keine Sorgen erstmal machen. Bleiben zwei Wege offen. Wasser und hinten. Links. Gucken wir uns mal das Wasser an. Sind irgendwie Fäden. Hm.
Also muss ich irgendwie nach oben. Also nehmen wir den Weg da hinten. Und der ist schon wieder verschwunden. What the hell? Man? Da muss irgendwie so eine Region sein, wo neu geladen wird. Oh. Oh. Das erinnert mich an was. Uah. Oh, böse. Böse. Ja gut, das war klar, dass ich da nicht hochkomme. Ich sehe doch schon den ganzen Schlamm da. Wir sterben, du mit deinem Pusteroller. Danke. Äußerst lieb von dir. Hey, da ist was. Was ist denn das? Drehen wir mal dran. Macht das hier jetzt die Klappe da unten offen? Ah! Warum ist das so weit weg? Uah! Ich hatte vermutet, dass ich auf den Blättern stehen kann. Ich und meine Vermutung. Vielleicht später. Vielleicht kommen später irgendwie Steine nach oben gefahren oder so. Auf jeden Fall muss das was auszusagen haben, diese Blätter. So. Dran drehen. Ja, das haben wir schon gesehen. Und dann kommt gleich so ein Typ, den ich töten werde. Hey! Hast du Angst vor mir? Musst du gleich sagen. Oh, noch einer. Na los. Ha. Sie haben schon Angst vor mir. Den habe ich's gezeigt. Oh, den. Ah, dieses Medipack hier drin, ey, das ist ja böse. Zweite Abschnitt des Dorfes. Ah ja. Den erkunden wir aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Und bis dahin, ich bin euer MK Indiana Jones.